Hey Leute, habt ihr euch auch schon mal gefragt, was man unter Literatur und Mediendidaktik versteht? Wir auch. Hier erstmal die allgemeinen Facts. Pisa ist nicht nur eine Stadt in Italien, sondern auch der Auslöser für die größte Bildungskatastrophe in Deutschland. Sie brachte vor allem einen Begriff groß raus: Kompetenzen. Kompetenzen meint nach Weinert die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen. Hieraus ergibt sich ein Battle zwischen der Kompetenzorientierung und der literarischen Bildung. Die literarische Bildung hat Angst, dass das Verstehen von Literatur im Deutschunterricht keine Rolle mehr spielt. Stattdessen geht es nur noch um Lesekompetenz. Kaspar Spinner hat versucht, diesen Konflikt zu schlichten, indem er literarische Bildung mit dem Kompetenzbegriff verknüpft. Wichtig dafür sind seine 11 Aspekte literarischen Lernens. Das sind literarische Kompetenzen, die die Schüler erlernen und auf alle literarische Texte anwenden können. Was sind nun diese 11 magischen Aspekte? Der Leser soll nicht nur Buchstaben in Ziffern, sondern auch Wörter und Sätze in Bilder übersetzen. Das erreicht man durch kreativ-produktive Verfahren. Richtig nice wird es aber erst, wenn man das Spannungsverhältnis zwischen Subjektivität und Textbezug thematisiert. Es geht dabei vor allem um den Prozess des Verfremdens und des Wiedererkennens. Zur genauen Textwahrnehmung gehört auch die Aufmerksamkeit für die sprachliche Gestaltung. Das alleine wäre aber läppisch. Literatur muss auch immer auf ihre ästhetische Wirkung erkannt und erfahren werden. Der Mix von innerer Welt und äußerer Handlung ermöglicht einerseits Identifikation oder Irritation. Das bringt den Leser wiederum zur Selbstreflexion. Ihr kennt es aus eurem Leben. Auch das Beziehungsgefecht ist wichtig. Der Perspektivwechsel geht nur mit Kopf und Herz. Nur mit tiefen Gefühlen und tiefem Verstand. Richtig random ist, aber der Hinweis muss hier getroffen werden, zum Textverständnis braucht es innertextuelle Bezüge. You could call it bottom-up. Was man nicht vergessen darf, wir haben es mit Fiktionalität zu tun. Das kritische Hinterfragen des Spannungsfelds von Wirklichkeit und Fiktion ist super wichtig. Metaphorik und Symbolik sind für das Verständnis von Bezügen innerhalb des Textes wichtig. Aber Obacht vor spitzfindiger Überinterpretation! Genau. Interpretation von Literatur führt nicht zwangsläufig zu einem bestimmten Ende. Sinnzusammenhänge und Sinnambivalenzen sollten bei dem Problematisierungsmedium Literatur entfaltet werden können. Im Deutschunterricht wird natürlich auch getalkt. Über textbewegte, argumentierende und erörternde Interpretation sollte man sich im literarischen Gespräch mit anderen austauschen. Prototypen und Systypinnen dienen als Ankerpunkte für die Orientierung der literarischen Diversity. Merkmale und Abweichungen von Gattungen und Genres werden dadurch queer. Homies wie Goethe und Schiller sind zwar tot, aber sind unsterblich durch ihre Bücher. Zeitgeschichtliches Wissen und intertextuelles Verständnis sind genauso wichtig wie moderne Rezeption oder ein einfach. Um literarische Texte zu verstehen, hilft es, sowohl das Heute als auch das Gestern zu betrachten. Während Spinner sich Gedanken über literarische Kompetenzen gemacht hat, hat Jürgen Kreft ein vierphasiges Modell für das Unterrichten von Literatur entwickelt. Das kann man gut als Ergänzung zu Spinners Modell hinzuziehen. In der ersten Phase findet das Kennenlernen mit dem Text statt. Hier entwickeln sich erste Assoziationen bzw. lebensweltliche Vorstellungen beim Leser. Dann geht es in der zweiten Phase in die eigentliche Textarbeit. Hier werden Interpretationen immer wieder am Text sowie am Abgleich mit anderen Deutungen überprüft. In der dritten Phase bezieht der Leser die Deutungen des Textes auf die eigene Situation und Existenz. Zum Schluss wird der Text hinsichtlich gesellschaftlicher, historischer, literaturwissenschaftlicher Zusammenhänge untersucht. So Leute, das waren zwei der wichtigsten Konzepte der Literatur- und Mediendidaktik. Hat es euch gefallen? Dann lasst ein Like da.